Bist du Komunitzki? Es gibt am Sonntag ein Aufeinandertreffen mit ihrem guten Freund Jeff Saibene. Tut man sich taktisch neutralisieren oder würde man da auf Offensive total setzen? Ja gut, ich hoffe, dass ich den Jeff überraschen kann und sage so, dass er Probleme bekommt. Und sonst, ja, ich freue mich auf das Spiel, weil wir haben zusammen gespielt und auch Trainer zusammengearbeitet. Ich freue mich auf das Spiel. Man darf einen FC Luzern erwarten, der auf einige Gesichter geändert könnte werden. Man kann einen Kasami setzen, vielleicht einen Peter Jähle. Können Sie uns da schon ein Geheimnis verraten, wie der FC Luzern wird auflaufen am Sonntag? Nein, das darf ich nicht. Ich glaube, es wäre unprofessionell, wenn schon heute dann die Aufstellung bekannt gegeben hätte. Ich glaube, wir haben sicher Möglichkeit und ja, Peter Jähle, vor allem in Peter Jähles Fall, ich denke, dass es schon in diese Richtung geht oder die Tendenz ist, dass er von Anfang an spielen wird. Was muss man machen, um in der AFG Arena zu bestehen? Ja, genau, das ist genau das Problem. Wir dürfen uns nicht beeinflussen. Es ist doch egal, ob das in St. Gallen ist oder Zürich oder zu Hause. Wir wollen unser Spiel spielen und versuchen, den Gegner, also den Kampf annehmen. Wir wissen dort und von dem Publikum uns nicht beeinflussen lassen. Also alles Dinge, die wichtig sind in St. Gallen sind, dagegen halten und selber auch immer wieder Möglichkeit haben, suchen, nach vorne zu spielen, weil nur Verteidiger wird auch schwierig. Und nachher, ja, ist relativ einfach. Das heisst, man darf zuversichtlich auf St. Gallen reisen und wirklich hoffen, dass man mit 3 Punkten heimkommen. Ja, das ist natürlich das Ziel. Aber wir wissen, St. Gallen rein in der Tabelle steht höher und natürlich, es braucht wirklich unheimlich gute Leistung, wieder 100% Leidenschaft und Laufbereitschaft und Effizienz. Wir drücken die Daumen, sind überzeugt, dass es punktreichen Sonntag gibt. Alles Gute, Jacques Kominski. Danke.